Hallo, mein Name ist Yannick und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie auf Ihrem Android-Smartphone Screenshots machen können. Die zweifelsohne einfachste Möglichkeit ist dabei die Tastenkombination des Smartphones zu benutzen. In meinem Fall muss ich dazu den Ausschalter- und den Leiser-Knopf meines Smartphones drücken. Anschließend wurde auch schon die Bildschirmaufnahme erstellt, die ich mir nun anschauen kann. Eine weitere Möglichkeit, die Screenshots zu erstellen, geht über Apps, die im Google Play Store erhältlich sind. Haben Sie Ihr Handy geroutet, so geht das über die kostenlose App Screenshot a Trial. Haben Sie keine Root-Rechte, so benötigen Sie die App No Root Screenshot It für 3,49 €. Ich möchte Ihnen jetzt aber auch noch eine dritte Möglichkeit zeigen, mit der Sie Screenshots erstellen können. Dies geht auch wieder ohne Root-Rechte, genauso aber auch mit Ihnen. Dazu benötigen Sie den My Phone Explorer Client. Dieser kann auch kostenlos im Android Market runtergeladen werden. Starten Sie die App einfach. So, können Sie wieder schließen, aber nicht auf Beenden drücken. Und nun müssen Sie noch die USB-Debugging-Einstellungen ermöglichen. Dazu gehen Sie in Ihr Menü und wählen den Punkt Einstellungen aus. Anschließend gehen Sie nach unten und wählen Entwicklungsoption. Und hier müssen Sie schauen, dass der Haken bei USB-Debugging drin ist. So, das war's auch schon vom Smartphone. Und jetzt zeige ich Ihnen, was Sie am PC tun müssen. So, wenn ihr jetzt am PC seid, geht ihr ins Internet und ruft die Seite fjsoft.at/de/downloads.php auf. Anschließend wählt ihr hier Download, um das Programm My Phone Explorer auch für den PC herunterzuladen. Ich habe die Datei jetzt heruntergeladen, diese installiert ihr dann ganz normal. Und anschließend startet ihr das Programm. Hier müsst ihr jetzt darauf achten, dass auf dem PC auch die nötigen Treiber für euer Smartphone vorhanden sind. In meinem Fall musste ich dafür HTC Sync noch installieren. Anschließend funktioniert es aber perfekt. So, um nun einen Screenshot zu erstellen, verbindet ihr erstmal euer Smartphone per USB-Kabel mit dem PC. Anschließend geht ihr hier auf Datei und dann auf Einstellungen. Hier wählt ihr nun aus Handy mit Google Android Betriebssystem. Hier unten bei Verbindung herstellen über wählt ihr am besten automatisch. Nun geht ihr wieder auf Datei und klickt Verbinden an. So, danach drückt ihr auf Extras und geht auf Handy steuern. Nun erscheint hier auch schon der Screen eures Handys. Drückt hier unten am besten noch auf Automatisch aktualisieren. Und nun könnt ihr eigentlich schon einen Screenshot machen. Ihr könnt hier oben auch euer Handy steuern. Es geht zum einen, indem ihr das Handy direkt steuert. Oder indem ihr über die Maus euer Handy steuert, über dieses Fenster hier. Beispiel kann man hier jetzt das Menü öffnen, kann hier sogar dann scrollen. Es geht eigentlich alles. Wenn ihr jetzt den Screenshot machen möchtet, so drückt hier unten einfach auf Speichern unter und nun könnt ihr hier den Bildnamen eingeben. Ich nenne ihn mal Test und das wird jetzt auf dem Desktop gespeichert. Und da ist die Datei auch schon. Also, es klappt wunderbar. Wenn Sie die Tastenkombination Ihres Smartphones kennen, ist das natürlich leichter. Aber wenn Sie keine Root-Rechte haben und diese Tastenkombination nicht kennen und kein Geld ausgeben möchten, dann ist diese Lösung, denke ich, doch sehr sinnvoll.
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.